Herzlich willkommen zu dieser Art Auferstehung, einer Sendung, die es das letzte Mal im März vor 15 Jahren gegeben hat, in der Tat, 3-2-1. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute gekommen sind, an diesem ja nun auch noch ganz besonders politisch wichtigen Tag, der uns ja beschäftigt. Ich glaube, wir sind auch noch alle gar nicht in der Lage, die Folgen, was dieser Wahlsonntag für uns bringt, für uns alle richtig abzuschätzen. Insofern ist natürlich eine Diskussion, eine Politikdiskussion immer besonders spannend. Diese Sendung 3-2-1 hatte drei Gastgeber. Sie hatte zwei Gäste, die meistens sehr kontrovers besetzt waren. Und sie hatte ein Thema, und mit diesem einen Thema beschäftigte sie sich eine Stunde lang, um auch Zeit zu haben, wirklich zu diskutieren. Die drei Moderatoren sind nicht mehr das, was sie damals waren. Manfred Bissinger hat heute eine eigene Medienagentur. Die großartige Zeitung Die Woche ist lange dahingegangen. Hugo Müller-Fock ist freier Journalist. Die Zeit der Mitherausgeberschaft der FAZ ist auch vorbei. Und ich bin gewissermaßen so eine freischwebende Person zwischen Politik und Journalismus und nach wie vor aber stark linkslastig. Wir haben für diese Sendung, für diese Diskussion besondere Spielregeln. Erstmal nehmen wir drei Gastgeber uns jetzt 10 Minuten Zeit, um unsere Position zu dem Thema zu beschreiben, das wir haben, nämlich was geht nun eigentlich weiter mit der Linken nach dieser Wahl. Danach kommen unsere beiden Gäste jeweils 2 Minuten mit einem Statement zu Wort und werden über Kreuz sozusagen nachgefragt. Und erst danach beginnt dann eigentlich das, was so gemeinhin eine Talkshow oder eine Politikdiskussion ausmacht. Also wir beginnen mit der Positionierung der drei Gastgeber, damit sie auch wissen, was sind eigentlich unsere Haltungen zu dem Thema? Was ist unsere Position? Ich kann das ganz kurz machen. Ich kann sagen, für die Linke, um die es ja heute in dieser Diskussion geht, ist diese Wahl ein Desaster. Und zwar nicht so sehr im Westen, dass wir in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz nicht ankommen, ist schwierig zu verstehen, ist auch schwierig hinzunehmen, aber hat eine bestimmte Tradition. Dass dazu aber auch noch kommt, dass wir in Sachsen-Anhalt nicht mehr die zweitstärkste Partei sind, dass wir weit weg davon sind, über Regierungsmöglichkeiten und Optionen nachzudenken, das halte ich für ein Desaster. Und meine Frage an meine Mitgastgeber ist, gibt es dazu Widerspruch? Nein, dazu gibt es keinen Widerspruch. Ich würde nur gerne, bevor ich jetzt über das Desaster der anderen Parteien beginne zu reden, Luc Jochimsen ganz herzlich zu ihrem Geburtstag gratulieren und ihr nochmal sagen, dass Hugo Müller-Fock und ich sehr gerne mit ihr sehr lange, sehr intensiv und sehr schön gearbeitet haben, sehr lehrreich. Sie hat immer diese Sendung verteidigt. Sie war sozusagen, wie sagte man früher, die Mutter der Kompanie. Ja. So, ja. Es sind schlechte Zeiten für die Parteien, und zwar für alle Parteien, wobei, sagen wir mal, am relativ einfachsten noch die CDU abgekommen ist. Die hat es zweimal nicht geschafft, aber einmal hat sie es halten können. Das liegt natürlich auch daran, dass diese Wahl unendlich viele Leute mobilisiert hat. Das ist der einzig positive Aspekt dieser Geschichte.
die sich über die Zustände geärgert haben, die wütend darüber waren und die nicht wie früher bei Wahlen in die Resignation gegangen sind, sondern sie sind zur Urne gegangen. Wenn jetzt dabei Ergebnisse rausgekommen sind, die uns nicht gefallen, ist das schrecklich, aber erstmal ist es eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also, dass die Wahlbeteiligung gestiegen ist, ist irgendwie ganz angenehm. Zweitens finde ich, was interessant ist an dieser Wahl, ist, dass es auch wieder eine Persönlichkeitswahl war, dass also dreimal Leute obsiegt haben, die ihre Rolle konsequent bis zum letzten Tag gespielt haben. Und diejenigen, die sozusagen versucht haben, da ranzukommen und das eben nicht gerade gemacht haben, sondern mit allerlei Finessen und mit Peinlichkeiten und mit nicht die Wahrheit sagen, sondern eher um den Brei rumreden, wie Frau Klöckner und wie Herr Wolf, dass die es nicht geschafft haben. Das ist auch ein positives Ergebnis dieser Geschichte. Ja, zunächst ein persönliches Wort. Ich wüsste, man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, wie das Klima da so war beim HR und fest positioniert. Die politische Bandbreite war vor Luc Jochensens Zeit bestimmt durch Werner Holzer, Chefredakteur der Frankfurter Rundschau, und Daniel Cohn-Bendit. Was da nicht reinpasste, galt sozusagen schon als so abartig politisch. Dann kam Luc Jochensen und lud mich in den Sender ein, was, glaube ich, eigenen Mut erfordert hat im Sender. Es hat riesen Spaß gemacht und ich glaube, die Zuschauer waren auch zufrieden, wie er die Quoten gezeigt hat. Ja, jetzt zu diesem Sonntag. Ich weiß eigentlich nicht, über was ich mehr entsetzt sein soll, über diese Wahlergebnisse, die ja ein Desaster waren für alle Parteien mit Ausnahme der AfD, oder über diese Interpretation. Also die Interpretation, Merkel habe gesiegt, wenn Frau von der Leyen das sagt, die ja noch was werden will, sozusagen ihre Chefin lobt, das ist ja noch okay. Dass aber auch medial durchgängig mehr oder weniger kommentiert wird, Merkel habe gesiegt. Also, wenn ich das richtig verfolgt habe, haben von den drei Spitzenkandidaten der Union, hat sich einer ganz klar abgesetzt von Merkels Flüchtlingskurs. Das war Hasselhoff, Sachsen-Anhalt. Der hat relativ am besten abgeschnitten. Dann gab es Klöckner und Wolf, die erst zu ihr standen und dann in der Endphase da ein bisschen abgerückt sind. Die haben schlechter abgeschnitten. Dann kommt das Argument, ja, aber Kretschmann und Dreyer wurden ja wegen Merkel gewählt. Also wenn diese rot-grünen Merkel-Fanclubs davon profitiert hätten, weiß ich eigentlich nicht, warum die Grünen in Rheinland-Pfalz fast rausgeflogen wären, obwohl sie gesagt haben, wir stehen hinter Merkel. Und warum die SPD in Baden-Württemberg historisch ein Debakel erlebt hat, hinter der AfD gelandet ist. Also ich glaube, die Wahl war ein deutliches Votum, dass das, was medial immer gelobt wird an Merkels Flüchtlingspolitik, von den Wählern eben nicht so gutiert wird. Wenn ich die Ergebnisse der Linken anschaue, da kommen wir ja noch etwas detaillierter drauf, habe ich auch nicht den Eindruck, dass die linken Wähler den Kurs der Linken sehr unterstützt haben. Und es gibt im Sommer mit den Flüchtlingen gibt es Befürchtungen. Bis jetzt hat niemand einen Arbeitsplatz verloren wegen eines der Flüchtlings. Es hat auch, musste auch keiner seine Wohnung räumen. Aber die Befürchtungen sind bei der Klientel, die natürlich von der wirtschaftlichen Lage her unten steht. Eigentlich die Wählerschaft der Linken. Aber die Strategie der Linken war ja zu sagen, Refugees are welcome, Bereicherung, etwas zugespitzt, je mehr, umso besser. Und da sind dann die linken Wähler in Scharen zur AfD gegangen. Was auch ein Phänomen ist, dass jemand sozusagen von der einen Position, vom einen Rand direkt an den nächsten Rand geht. Und das wird, glaube ich, ich weiß auch nicht, ob die Linke diese Position
auf Dauer wir durchhalten können, sozusagen anständig zu sein und sagen, unser Kurs ist der, human, weltoffen, und wenn wir dabei die Wahl verlieren, macht es auch nichts. Die Haltung kann man einnehmen. Ob eine Partei das über mehrere Jahre durchhält, ist eine andere Frage. So, wunderbar. Wir haben genau... Das waren schon 10 Minuten? Ja, das waren jetzt leider schon 10 Minuten. Mehr unterschiedliche Positionierungen der Gastgeber werden Sie jetzt zurzeit im Moment noch nicht erfahren, aber dann nachher möglicherweise ja im Dialog. Wir kommen jetzt zu unseren beiden Gästen, die ich in dieser Runde nun überhaupt nicht vorstellen muss. Wir bitten Sarah nun an diesen Tisch, wie war das? An diesen Tisch, an diesen bitte Tisch, Sarah, ja. Sei so lieb. Ja. Nein, Dietmar, bitte halte dich noch zurück. Sarah, an diesen Tisch, bitte. Und Sarah hat jetzt... Er kann sich doch nicht zurückhalten, er hat doch gelernt, dass er immer hinter ihr her dackelt. Nein. Du hast jetzt... Also, das möchte ich mal wirklich festhalten. Gut. Du hast 2 Minuten, ein Statement von 2 Minuten, wo du jetzt im Grunde genommen deine Position mal wirklich vortragen kannst. Und dann wird Hugo Müller-Fock dich fragen. Also ich denke, dass diese Wahl die Ernte dessen ist, was der Neoliberalismus über Jahre in Deutschland angerichtet hat. Wir haben ein Land, das immer mehr auseinanderklafft. Wir haben sogar im Wirtschaftsaufschwung eine Hälfte der Bevölkerung, die Einkommen und Vermögen verloren hat. Wir haben im letzten halben Jahr sehr, sehr viele Menschen in Deutschland aufgenommen und gleichzeitig eine Regierung, die ganz klar signalisiert, die Mehrkosten werden nicht von den Reichen getragen. Reichensteuern sind tabu. Es gibt auch keine höhere Neuverschuldung. Noch nicht mal die Haushaltsüberschüsse werden dafür verwandt. Und damit natürlich das Signal ganz klar ausgesendet ist, die Mittelschicht und die Ärmeren werden die Kosten tragen. So, und in diesem Klima ist natürlich eine soziale Stimmung entstanden und wir haben uns versucht, dagegen zu wehren, aber es ist, das ist natürlich auch ein Grund für unser Wahldebakel, eine Stimmung entstanden, wo die Menschen sich sozusagen in Gegnerschaft zu Flüchtlingen sehen, weil sie das Gefühl haben, und darauf läuft ja die heutige Politik hinaus, dass die sozusagen ihren Abstieg noch weiter verstärken. Und das Problem ist, dass sie uns natürlich nicht glauben, dass wir das ändern. Also wir haben ja immer gesagt, mit einer Millionärssteuer beispielsweise wären so viele Kosten reinzuholen, dass man Wohnungsbau für alle machen könnte, auch nicht nur für Flüchtlinge. Wir haben auch immer deutlich gesagt, natürlich müssen den Städten und Gemeinden die Kosten abgenommen werden. Aber die Menschen wissen ja, dass wir im Bund nicht regieren. Und deswegen läuft die herrschende Politik auf diese Entsolidarisierung hinaus. Und wir müssen natürlich uns schon fragen, warum es uns nicht besser gelungen ist, trotzdem den Anschluss an die Stimmungen zu halten in der Bevölkerung. Also nicht den Stimmungen nachzulaufen, nicht irgendwelchen Ressentiments nachzulaufen. Aber wir haben es, glaube ich, teilweise, es ist uns nicht gelungen, Menschen, die verunsichert sind, die Ängste haben, trotzdem an uns zu binden, sondern vielfach haben diese Menschen das Gefühl gehabt, wir stellen sie in die Ecke des Rassismus in dem Augenblick, wo sie überhaupt ihre Ängste artikulieren. Und in dem Punkt, glaube ich, sollten wir tatsächlich darüber nachdenken, wo wir Fehler gemacht haben. Ja, das war Punktlandung, 2 Minuten, großartig, also gelernt ist gelernt. Frau Wagenknecht, 4 Minuten. Wir könnten jetzt lange darüber diskutieren, was ist Neoliberalismus, aber das sparen wir uns jetzt. Merken es die Leute nicht, dass ihnen so schlecht geht? Und warum merken sie es nicht? Gleich daran anschließend, Sie haben ja in mehreren Ländern regiert, längere Zeit, Berlin allein 10 Jahre. Sie regieren in Brandenburg mit, Sie haben in Sachsen-Anhalt indirekt mitregiert früher. Haben die Leute nicht gemerkt, dass dort, wo Sie dabei sind, es Ihnen weniger schlecht geht? Also zunächst mal haben die Leute natürlich und wissen die Leute auch, dass zum Beispiel Steuerpolitik eben leider nicht im Land gemacht wird. Also Bodo Ramelow ist sicherlich ein guter Ministerpräsident und tut das Beste für Thüringen, aber er kann auch keine Millionärssteuer einführen, das kann nur der Bund. Und viele andere Dinge, die wir angefordert haben. Das Zweite ist, natürlich merken die Leute, dass es ihnen nicht gut geht. Das ist ja einer der Gründe für die Wahlerfolge der AfD, dass sie es geschafft haben, gerade die, die frustriert sind, die sich teilweise sogar seit Jahren von der Politik abgewandt haben, für die eine Adresse zu werden, wo sie das Gefühl haben, wenn wir die wählen, ärgern wir die da oben alle.
Ich glaube, viel mehr ist es gar nicht. Das ist nicht, dass jeder jetzt irgendwie die rassistischen Ressentiments der AfD unterstützt oder auch unbedingt die Ausländerfeindlichkeit, sondern das Signal, ich habe das auch in vielen Mails so erlebt, ist, die Menschen nehmen wahr, wenn wir AfD wählen, ärgern wir sie und geben ihnen ein Signal, wir wollen eine andere Politik in diesem Land. Und eigentlich müssten wir das Signal sein. Also wir waren das auch mal. Die Menschen, denen es schlecht geht, wählen eine Partei, die für die Abschaffung des Mindestlohns ist, die ja, für ein Steuersystem à la Kirchhoff ist. Sind die alle so doof, die Wähler? Oder? Wir haben das angesprochen im Wahlkampf. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute das nicht wissen. Also dass die Leute es wirklich nicht wissen. Oder dass es ihnen auch relativ egal ist, weil sie ja die AfD nicht eine Regierung wählen. Sie wissen ja, dass die AfD jetzt nicht regiert und den Mindestlohn abschafft, sondern sie wollten damit ein Zeichen von Protest und von Wut aussenden. Und das ist das, was ihrer Wahlentscheidung zugrunde liegt. Das heißt eben auch, auf Dauer muss sich das nicht so verstetigen. Ich glaube schon, dass da viel in Bewegung ist. Es haben uns ja auch noch, also ich meine, man sollte jetzt die Diskussion auch nicht so führen, als hätten uns gar keine Leute mehr gewählt. Also es gab natürlich auch nach wie vor Menschen, die uns als Adresse ihrer sozialen Situation ansehen, aber es waren eben viel, viel weniger, als wir erwartet haben. Also wenn man die Wahlergebnisse der drei Länder zusammen addiert, hat die AfD 15% und die Linke ist unter 5%. Das ist nicht repräsentativ, die ja, drei also Länder. Ich meine, das kann man ja nicht in einen Topf werfen. Nein, es zeigt nur, was da am Sonntag die Stimmabgabe war. Aber jetzt zu den Flüchtlingen. Das war ja das alles überragende Thema. Nicht nur die Union ist ja gespalten, die Linke ist ja auch gespalten. Das, was Sie gesagt haben, im Kurier beispielsweise am letzten Wochenende, dass nicht alle Flüchtlinge nach Deutschland kommen können, stieß ja auf Widerspruch Ihrer Parteivorsitzenden. Sind Sie näher bei Seehofer als bei Merkel oder? Also mit Herrn Seehofer haben wir sicherlich nichts gemein. Dass nicht alle Flüchtlinge dieser Welt nach Deutschland kommen, ist eine Banalität. Das weiß jeder. So, das kann man das sagen oder man das kann es nicht sagen. Da kann man unterschiedliche Handhaben machen, aber es ist trotzdem eine Banalität. Und wir haben gemeinsam als Linke ja nicht die Position, dass wir möglichst viele Flüchtlinge wollen, sondern dass wir endlich mal Fluchtursachen bekämpfen müssen. Und das ist ja auch unsere Antwort auf die Seehoferschen Obergrenzen. Also wir lösen das Flüchtlingsproblem. Sie sprechen von Kapazitätsgrenze. Ja, aber unsere Antwort ist nicht Zäune und Mauern, sondern unsere Antwort ist zum Beispiel in Syrien, wenn dieser verdammte Krieg endlich aufhört, gibt es keinen Grund mehr zu fliehen. Und deswegen muss als erstes das Beliefern dieser Länder mit Waffen aufhören. Und da muss Deutschland vorangehen und eine Debatte über Obergrenzen zu führen und gleichzeitig die Kriegsgebiete mit Waffen voll zu liefern und damit Geschäft zu machen, ist eine so heuchlerische Politik. Und da gibt es in der Linken überhaupt keine Differenz, das ist unsere gemeinsame Position. Aber die Kalaschnikows des IS kommen, glaube ich, nicht überwiegend aus Deutschland. Wenn ja, ich aber das auch selbst sehe. Der IS, also, selbst der IS kämpft auch mit deutschen Waffen. Ja. Also wenn die nicht da wären, wäre zumindest mal ein erheblicher Teil Waffen weniger. Aber nochmal, Sie haben ja auch gesagt, wer das Gastrecht missbraucht, hat es verwirkt. Auch das ist ja in Ihrer Partei auf heftigen Widerspruch gestoßen. Oder ist das alles medial überhöht? Ist in Wirklichkeit zwischen Frau Kipping und Sie passt in der Frage kein Blatt? Also wie gesagt, zum Begriff Gastrecht, ich habe das nicht abwertend gemeint. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass viele mit diesem Begriff eine Abwertung verbinden. Deswegen habe ich das nicht mehr gesagt. Von der Sache her ist das schlicht die Rechtslage. Also das ist nichts anderes als das geltende Recht in Deutschland. Ja, aber warum hat es Ihre Fraktion dann so erregt? Ja, es ist natürlich ein sensibles Thema. Und natürlich ringen wir, also ich glaube, das spricht aber doch für die Linke, dass wir bei einem solchen Thema auch um Positionen ringen, dass wir uns auch austauschen, wie wir damit umgehen. Ich meine, auch in der Fraktion natürlich sehen alle das Problem, dass wir auf der einen Seite die Menschen weiterhin erreichen müssen. Also ich glaube, niemandem ist gedient, wenn man sozusagen den Heldentod stirbt und zwar ganz aufrecht war, aber dann sozusagen die AfD unsere Rolle in den Parlamenten übernimmt. Auf der anderen Seite können wir uns nicht verbiegen und Positionen annehmen, die für eine Linke nicht tragbar sind. Und in diesem Widerspruch muss man eben seinen Weg finden. Und das gibt Diskussionen, das ist doch völlig normal. Das ist sozusagen die Quadratur des Kreises, die da politisch angesprochen wird. Im Allgemeinen war ja 3:1 eine Sendung, die immer zwei kontrovers besetzte Gäste hatte. Nun, wenn man die beiden Fraktionsvorsitzenden einer Partei einlädt, kann man ja davon ausgehen,
dass die kontroverse Positionierung sich in Grenzen hält. Dennoch, die eine oder andere kontroverse Position ist möglicherweise auch bei diesen beiden Gästen festzustellen. Da werden wir jetzt mal versuchen, ein bisschen dahinter zu kommen. Und ich bitte jetzt sehr herzlich, Dietmar Bartsch zu uns zu kommen. Auch er hat die 2 Minuten für sein Statement und die anschließende Zeit für die Befragung. Also ich glaube, diese Wahlen haben die Bundesrepublik Deutschland grundsätzlich verändert. Das, was da passiert ist, das werden wir erst in einigen Wochen und Monaten so richtig durchgeholt haben. Die Tatsache, dass de facto alle im Bundestag vertretenen Parteien verloren haben, mit 2 Ausnahmen, nämlich mit Kretschmann und Dreyer. Ansonsten gab es nur Verluste, spricht für sich. Die Tatsache, dass es in Sachsen-Anhalt und in Baden-Württemberg keine früher sogenannten großen Koalitionen mehr geben kann, weil es schlicht nicht reicht, ist für die Bundesrepublik Deutschland ein Einschnitt. Dass jetzt eine, sagen wir es, rechtspopulistische Partei in 3 Parlamenten mit Riesenergebnissen eingezogen ist, ist ein Einschnitt. Im Moment kann man davon ausgehen, dass die vielleicht in den Deutschen Bundestag einziehen. Also das alles sind Einschnitte in das Land. Ursachen, glaube ich, muss man viel, viel tiefer gehen, weil es ist ja kein deutsches Phänomen. Wir haben rechtspopulistische Parteien in vielen europäischen Ländern. Donald Trump ist vielleicht auch so ein Ausdruck. Die Entwicklung in Polen, das hat mit Globalisierung, Digitalisierung, mit diesen Themen zu tun. Und als klassischer Marxist würde man sagen, muss man mal in die Produktivkraftentwicklung, die Verhältnisse der Produktion, was verändert sich da eigentlich? Punkt. Das Ergebnis der Linken hast du gut zusammengefasst. Es ist ein Desaster, muss man trotzdem zweiteilen. Im Südwesten war es für uns immer schwer und es hat sich nichts verändert. Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind die 3 Länder, wo wir nie drin waren. Da hat sich nichts verändert. Das allerdings ist ein Problem, und zwar ein schwerwiegendes Problem. Eine Ursache ist zweifelsfrei, dass wir gerade in den 3 Ländern keine kommunale Untermauerung, keinen kommunalen Unterbau haben. Ganz anders als in Hessen. Es ist kein Zufall, dass wir eine Woche davor bei den Kommunalwahlen in Kassel 2-stellig sind, in Gießen 2-stellig sind, in Marburg 15% haben und insgesamt bei den Kommunalwahlen ein Ergebnis um die 5% erzielt haben, was nicht schlecht ist. Im Osten ist eines Fakt. Ein Teil der Proteststimmen sind uns verloren gegangen. Ja, Sachsen-Anhalt ist umgeben von Brandenburg und Thüringen, wo wir in Regierungsverantwortung sind. Und da gibt es natürlich schon den Satz, habe ich nicht nur einmal gehört, was ist eigentlich anders bei euch, wenn ihr regiert? Und Fakt ist, auch klar nach Marx, Menschen wählen nach ihren Interessen. Und diejenigen, die AfD gewählt haben, haben ein Interesse. Wir wollen, dass keine Ausländer mehr kommen, Punkt aus. Mit denen können wir uns nicht gemein machen. Das ist nicht unsere Position, wir haben eine andere Position. Wir wollen ans Grundsätzliche, da hat Sarah darauf hingewiesen, es wird nur funktionieren, wenn wir endlich wirklich dahin kommen, dass die Menschen dort bleiben können, wo ihr angestammtes Heim ist. Und das ist Unsinn zu sagen, irgendwann, die 2 Minuten sind zu Ende, höre ich auf. Ja, lieber Herr Bartsch, Dackeln habe ich nicht fies gemeint. Ich habe nur gedacht, Sie gehören zusammen immer. Insofern habe ich irgendwie, ist mir das falsche Wort rausgerutscht. Entschuldigung, wollte ich so nicht sagen. Ich habe das Gefühl, dass wir in einer Situation sind, wo man eine ganze Menge Dinge über Bord werfen muss und die uns bisher behindert haben und die Politik in diesem Land behindert haben. Eine Geschichte ist dieser Graben zwischen der Linken und der SPD. Jetzt sind sie ja beide auf elende Weise abgestraft worden, die Sozis ja genauso wie die Linke. Ist das nicht jetzt mal eine Gelegenheit, darüber nachzudenken, dass man sich vielleicht doch mal wieder in den Arm nimmt und sagt, wo ist links von der Mitte und wie könnten wir da eine Mehrheit herstellen? Lieber Herr Bissinger, es ist ja so, ich habe das gerade darauf hingewiesen, wir regieren sehr erfolgreich in Thüringen gemeinsam, wir regieren in Brandenburg gemeinsam, in vielen Kommunen gibt es Zusammenarbeit. An uns liegt das nicht, dass es im Deutschen Bundestag... Warum klappt das nicht im Bund? Ja, richtige Frage. Ja. Wissen Sie, nach der letzten Wahl war es doch so, dass numerisch SPD, Linke und Grüne eine Mehrheit hatten. Hat sie immer noch. Hat sie immer noch. Ja, sie wenn könnte ich, also putzen. Ich stelle mir mal eine Sekunde vor, ich wäre jetzt SPD-Vorsitzender. Ja. Ich hätte zumindest das Gespräch mit der Linken gesucht. Weil ich hätte mit denen geredet, um ihnen zu sagen, mit denen wird das nichts, sie sind völlig, also geht gar nicht. Wenigstens das, dass die Sozis nicht mal das machen, das sagt ja was über Gesellschaft.
Da sind natürlich Konservative, die genau das immer befördern wollen. Die finden unmögliche Gründe, warum man mit uns nicht koalieren kann. Aber Fakt ist, und da haben Sie recht, wir müssen in der Situation, in der wir uns befinden, ganz anders auch über Bündnisse nachdenken. Aber im Moment, das lehrt doch Sachsen-Anhalt. Ja, das ist völlig absurd. Also wir können ja mal addieren. Linke, SPD und Grüne, naja, das sind ja so viel, wie wir früher hatten. Alleine. Ja, alleine, genau. Alleine ja. In Sachsen. So, deswegen hat es das sogar am Ende, es war richtig, das so zu machen. Die Strategie war richtig, aber Fakt ist, sie ist zerbrochen. Ich weiß, wie das ist. Man hat eine Wahlstrategie und die Umstände sind so, kann ich wunderbare Geschichten erzählen, dass alles zerfällt. Das war so. Dann kann man nicht wechseln, verliert man noch mehr. Aber das Ergebnis ist, Sozialdemokraten bei knapp über 10, die Grünen gerade drin und wir bei 16,5. So, da lohnt es sich im Moment wirklich nicht. Und ich rate unseren beiden Landesverbänden im Osten, erstmal an uns zu denken. Wenn es die Möglichkeit gibt, immer. Ich bin immer für Mitte-Links-Bündnisse, auch im Bund. Ich will eine andere Politik. Ich glaube daran, dass Mitte-Links-Bündnisse für Deutschland, vor allem für Europa besser sind. Das ist ja der Kern. Aber es müssen erstmal die Bedingungen stimmen. Und im Moment fehlt numerisch alles. Und deswegen, ich muss jetzt nicht umarmen, sondern ich muss im Moment schon Sie deutlich machen. Schon in die Vorlage gehen und der Sozialdemokratie mal sagen, dass sie bestimmte Dinge nicht unbedingt darauf bestehen, die die heute immer anführen, um eine solche Verbindung nicht einzugehen. Ich arbeite dran, wir auch gemeinsam, wir reden mit allen führenden Sozialdemokraten, das ist nicht das Problem, wir haben Gemeinsamkeiten, Unterschiede, das ist wirklich nicht die Frage. Ich glaube auch, dass wir da inzwischen in einer anderen Situation sind, nur hat sich die Gesellschaft verändert, dass diese Debatten eines Mitte-Links-Bündnisses, die sind im Moment erstmal wirklich ein Stück zur Seite zu legen. Wenn wir in einer solchen Situation sind, dann muss ich mal wirklich sagen, also das habe ich nur ja einige Male erlebt, wenn andere Parteien Koalitionen eingegangen sind. Die haben sich noch am Wahltag 1759 erzählt, wie unmöglich das ist und dass sie nie miteinander agieren. Und dann ging es. Ich weiß ja, dass man das vorbereiten muss. Und wir arbeiten daran, da wo es möglich ist, das zu machen. Gar keine Frage. Natürlich in meinem Heimatland Mecklenburg-Vorpommern strebe ich das an. Ich habe im Moment nur Sorge, dass es numerisch reicht. Deswegen erstmal eigene Profilierung, Wählerinnen und Wähler ansprechen, auch die Protestkomponente. Und da ist unser Job eben, da die Sozialdemokraten jetzt in der Großen Koalition sind, das ist so, und da sie die Politik im Kern mitmachen, ist unser Job, das auch zu kritisieren und deutlich zu machen, dass eben die Schere bei Einkommen und Vermögen auseinandergeht. Dass sie eben mehr oder weniger die undemokratische Herangehensweise bei TTIP mittragen und. Das ist ein Punkt, und da könnte ich jetzt über die Kriegsbeteiligung. In den letzten 6 Wochen haben wir Syrien beschlossen, Mali beschlossen, Afghanistan-Aufstockung, dann haben wir beschlossen AVEX, alles innerhalb von 4 Wochen. Und da können wir doch nicht sagen, Sozis, okay, das macht mal alles, wir machen da mit. Dann haben wir unsere Seele verkauft, das können wir gar nicht machen. Ja, aber besser die Seele verkaufen, als unterzugehen. Aber gut, ich will das jetzt nicht. Nein, muss ich was sagen. Nein. Das war jetzt eine Vorlage. Andersrum. Ja, Wahnsinn. Andersrum. Wer die Seele verkauft, das zahlt sich nie aus. Das kann kurzzeitig. Die kam doch Faust gelesen. Ja. Das ist nur kurzzeitig. Ja. Nur ganz kurz. Am Ende des Tages, da muss man eine Haltung haben. Das ist in der aktuellen Situation nicht nur leicht. Das ist so. Aber Haltung zeigen, zahlt sie am Ende des Tages aus. Und für die Linke ist das, die Seele zu verkaufen, das ist ja, das Konservative haben es da leichter. Die müssen nur regieren. Da sind die Inhalte nicht ganz so wichtig. Wenn die regieren, machen die alles mit, wie man bei Frau Merkel sieht, nach links, nach rechts. Ja. Das geht bei der Linken nicht. Aber wir müssen uns doch, war eine gute Vorlage, ne? Wir müssen nur eine Frage bitte noch. Zeit ist abgelaufen. Das war schon früher so, dass er Sonderrechte hatte. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Er weiß, wovon ich spreche. Das wollen wir jetzt aber mal wissen. Ich will diese Geschichte jetzt noch mal kurz aufgreifen, warum ich das vorhin ja auch ein Desaster genannt habe, was Sachsen-Anhalt angeht. Weil in der Tat noch vor einem Jahr gab es ja nach diesem Szenario Vorstellungen, aus Sachsen-Anhalt könnte ein Thüringen 2 werden. Und in Thüringen hat das ja funktioniert, was du einklagst oder was du sagst. Ja, ja. Und man dachte, ja, das ist ja großartig, jetzt könnte man Thüringen wiederholen. Aber das ist ja im Moment wirklich vollkommen ausgeschlossen. Obwohl, Dietmar Bartsch, ich lese in den Zeitungen das Stichwort vom Magdeburger Modell
Und da gibt es Journalisten, die rechnen hin und her und sagen, ja, irgendwie unter Einschluss der Linken wird in Sachsen-Anhalt regiert werden müssen. Also auf einmal verschiebt sich da ja, wie war das? Tektonische Verschiebung, tektonisch, hat jemand gesagt. Ja. Verschiebt sich da etwas. Ist das eine, Wulf Gallert ist zurückgetreten, Magdeburger Modell, ist das eine Option? Ein Satz sei mir gestattet. Ich finde erstens, dass Wulf Gallert in dem Wahlkampf in schwieriger Situation Haltung bewiesen hat. Und ich finde im Übrigen, das, was in der Politik unüblich geworden ist, für ein Wahlergebnis Verantwortung zu übernehmen, da ziehe ich erstmal ganz groß den Hut. Also Frau Budde, da musste sehr geholfen werden und Nils Schmid, der glaubt immer noch vermutlich mal Ministerpräsident zu werden. Also es gehört dazu, deswegen höchste Achtung vor Wulf Gallert, vor dem Wahlkampf und auch vor seiner Entscheidung, jetzt nicht wieder Fraktionsvorsitzender zu sein. Gilt das auch für Herrn Rixinger? Der hat ja da... Der hat ja ein phänomenales Ergebnis, ne, wie wir wissen. Ja, ja. Als Bundesvorsitzender, ja. Spitzenkandidat. Ja, und was soll da gelten? Also ja, dass wenn man verliert, dass man zurücktritt. Wenn er Fraktionsvorsitzender gewesen wäre und so ein Ergebnis, hätte er als Fraktionsvorsitzender zurücktreten sollen. Das hätte ich auch so gesehen. Gut. Aber der konnte keine 7% verlieren in Baden-Württemberg. Das ist der Vorteil. Das ist richtig. Ja. Das ist richtig, ja. Nein, aber jetzt ernsthaft zu der anderen Frage. Also ich bin ja über eines froh, dass doch die Möglichkeit einer Koalitionsbildung schwarz-rot-grün ist. Verändert auch das Land. Aber wären die Grünen drin, nicht drin gewesen, hätte es sicherlich spannende Debatten gegeben. So wie das jetzt ist, schließe ich das aus. Ich meine, Herr Haseloff ist der, der in Seehofer in klein gemacht hat. Ich meine, der hat ja ernsthaft den Vorschlag gemacht, Obergrenzen auf Landesebene. Ich meine, wenn das möglich ist, dann kannst du noch Obergrenzen auf kommunaler Ebene geben. Vielleicht noch auf Stadtteilebene. Das ist ja völlig absurd. Und außerdem, es ist der schlechteste Ministerpräsident Deutschland, dazu stehe ich und mit dem darf man auf gar keinen Fall koalieren. Ja, ich aber glaub, jetzt eine Frage. Obergrenzen, finde sind ich. Sie doch auch dafür? Nein, ich habe ja gesagt, also ich finde, wer Obergrenzen will und die Debatte führt, der sollte endlich, auch wenn er einigermaßen ehrlich sein will, etwas gegen Fluchtursachen tun. Und das ist ja nicht nur die Kriegsfrage, das ist ja auch, meine, auch bei Merkel, ich finde, man darf ihr gar nicht durchgehen lassen, dass sie jetzt irgendwie sich hinstellt als die große Grande Dame der Flüchtlinge. Sie verursacht Flucht. Ich meine, die Merkel hat, seit sie regiert, zig Ländern Freihandelsabkommen diktiert, die dort also überall zu wirtschaftlichen Verwüstungen führen, die dazu führen, dass also europäische Agrarexporte dort den Markt platt machen, die Leute verarmen und natürlich die, die es noch irgendwie können, alles tun, diese Länder zu verlassen und sich auf die Flucht zu machen. Also dann reden wir dann von Wirtschaftsflüchtlingen. Es ist unsere Wirtschaft, die sie in die Flucht treibt. Und deswegen finde ich diese Debatte über Obergrenzen verlogen, weil man selber alles dafür tut, dass immer mehr Menschen weltweit ihre Heimat verlassen müssen. Aber was ist der Unterschied zwischen Kapazitätsgrenze und Obergrenze? Ja. Das würde ich heute Abend gerne lernen. Das hat sich mir bisher nicht erschlossen. Der Unterschied ist, eine Kapazitätsgrenze ist quasi etwas, wo ich meinetwegen eine bestimmte Anzahl von Plätzen habe und die kann man politisch verändern. Also zum Beispiel, wenn ich mehr Wohnungsbau betreibe, mehr sozialen Wohnungsbau, dann ist natürlich eine andere Kapazitätsgrenze in den Regionen, dass Menschen dort wohnen können, als wenn ich wenig sozialen Wohnungsbau mache. Und das Schlimme, was wir aktuell haben, ist ja, dass seit Jahren kein sozialer Wohnungsbau mehr faktisch stattfindet, dass wir steigende Mieten in vielen, gerade den bescheideneren Wohngebieten haben und dass die Flüchtlinge natürlich nicht sozusagen in Berlin, in Zehlendorf zum Beispiel, nach Wohnungen suchen werden, sondern in den Vierteln, wo Menschen leben, denen es nicht gut geht und die Mieten dadurch noch mehr steigen. Damit ist sozusagen dieses Gegeneinander sofort durch die Politik forciert. Also natürlich gibt es objektive Kapazitätsgrenzen, aber die sind eine veränderliche Variable der Politik und das muss man doch auch mit thematisieren. Und in welche Richtung sollte man diese Kapazität ausweiten? Also Seehofer sagt 200.000, Haseloff sagt 400.000, Sie sagen... Ich sage sozialer Wohnungsbau, das ist was anderes, als irgendwelche Zahlen rumzuschauen. Ja, jedes Jahr 100.000 Wohnungen oder 200.000 oder... Meine, ja, wir sagen ja 250.000 Wohnungen. Ich meine, 800.000 Wohnungen haben schon im letzten Jahr, bevor die Flüchtlinge kamen, in Deutschland gefehlt. 800.000 Wohnungen sind die Angaben des Mieterbunds. So, und das, was die Bundesregierung bisher gemacht hat in der Frage, ist weniger als ein Tropfen auf den heißen Stein. Sie lassen es laufen. Und wenn sie es so weitermachen, dann heißt das eben natürlich, dass sich ganz viele Menschen
für AfD-Parolen auch instrumentalisieren lassen, weil es ihre Lebenssituation ist, dass sie Angst haben, dass die Flüchtlinge, nicht gerade sie vielleicht aus der Wohnung verdrängen, aber zumindest in ihren Vierteln zu noch mehr Mietsteigerungen führen. Und am Arbeitsmarkt ist es ähnlich. Ein ordentlich regulierter Arbeitsmarkt, ein Mindestlohn ohne Ausnahmen, stellt die Leute nicht in die Konkurrenzsituation mit Flüchtlingen. Heute machen sie Ausnahmen und damit gibt es diese Konkurrenz und das ist eben tödlich, das vergiftet das politische Klima. Sie haben doch sehr deutlich gesagt, ich zitiere das, es können nicht alle Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Ja, sicher, wir haben 60 Millionen Flüchtlinge weltweit. Ja, gut, 60 Millionen, das haben Sie dabei nicht gemeint. Aber das ist der gleiche Satz, den könnte auch Herr Seehofer gesagt haben. Ja, den Satz haben wahrscheinlich Politiker der meisten Parteien schon mal gesagt. Ja. Und ich finde, wie gesagt, das ist ja nicht irgendwas Besonderes, wenn man eine Banalität feststellt. Die Frage ist, welche Schlussfolgerung man daraus zieht. Und die anderen Parteien ziehen die Schlussfolgerung daraus, dass sie möglichst irgendwie mit der Türkei dealen, dass jetzt das Asylrecht in ganz Europa ausgehebelt wird, während wir die Schlussfolgerung ziehen, dass etwas gegen Fluchtursachen getan werden muss. Das ist doch der Unterschied der Parteien. Aber nicht, dass man die Banalität anerkennt, dass man nicht 60 Millionen Menschen nach Deutschland holen kann. Darf ich mal an beide folgende Frage stellen, weil mich schon interessiert, das Thema noch mal auf die linke Politik der Zukunft zu fokussieren. Die Linke ist angetreten, sich einzusetzen für die Schwachen, für die Armen, für die, die gegen Kriege sind. Das ist ihr, wie man so schön sagt, Markenkern. Ihr Klientel. Das sind ihre Leute. Und nun kommt diese tausendfache Flüchtlingswelle auf uns zu. Das sind auch die Schwachen, vielleicht die Schwächsten, noch Schwächeren, die Armen. Auch die, die übrigens in den Frieden fliehen, vor Kriegen weg. Die Flüchtlinge können die Linke nicht wählen. Die haben keine Stimme. Was passiert jetzt eigentlich mit dem bisherigen Klientel, das die Linke immer hatte und das sie auch ausbauen konnte über die Jahre hinweg in der Bundesrepublik, wenn der Begriff sich jetzt politisch so erweitert? Was kann die Linke, also ich finde, da ist die Linke in einem solchen Grunddilemma. Wenn die anderen sagen, wir auch, wo bleiben wir? Was macht sie da? Also erstmal, wir waren schon in so vielen Grunddilemmata, da ist diese eine Situation. Natürlich ist es eine Herausforderung, aber da muss man nur doch bei einigen Sachen grundsätzlich sein. Und es ist nun mal so, wenn wir als Linke nicht in großer Konsequenz für den ersten Satz des Grundgesetzes stehen, die Würde des Menschen ist unantastbar und da steht nicht die Würde des Deutschen. Und das ist eine Haltungsfrage. Und wenn wir die haben, die bleibt auch. Und das ist doch völlig klar, dass wir, und das machen unendlich viele, gerade auch von der Linken in den Kommunen, in den Ländern, was macht dann Ramelow zum Beispiel, was machen die vielen Kommunalpolitiker? Das machen im Übrigen auch Menschen anderer Parteien, Gott sei Dank. Darüber wird nur viel zu wenig geredet. Das ist aber eine prinzipielle Frage. Und unsere Aufgabe ist eben genau nicht zuzulassen, dass die Schwächsten gegen die Schwachen ausgespielt werden. Wir sind doch diejenigen, die aufzeigen, in diesem Land gibt es so einen unermesslichen Reichtum. Man muss sich nur die Vermögensentwicklung angucken. Das ist doch der eigentliche Skandal. Die Zahl der Vermögensmillionäre steigt immer weiter. Und Schäuble hat verboten, auch der SPD überhaupt mal das Thema Umverteilung in den Mund zu nehmen. Wenn wir in diesem reichen Land das nicht bewältigen, und da sage ich nur wirklich, also bei allen Problemen, diese 1 Million Flüchtlinge sind eine Herausforderung. Und das ist für viele auch nicht ganz leicht, das ist wahr. Aber eine Ursache ist, dass auf der Bundesebene nicht die richtigen Weichen gestellt worden sind. Auf der anderen Seite sage ich auch, natürlich haben wir als Deutschland noch Möglichkeiten. So, und deswegen finde ich, manche Diskussionen, die müssen wir nicht führen. Das ist nicht unser Job, sondern wir müssen thematisieren, dass in diesem Land die Einkommens- und Vermögensverteilung so ungerecht ist. Wir müssen thematisieren, was europäische Lösungen sind. Und wir sind diejenigen, die ernsthaft über Fluchtursachen reden und über vor allen Dingen auch mal sagen, dass wir daran verdienen, dass die Situation so ist. Wenn wir nicht Müllermilch in Nigeria kaufen könnten und Hähnchenschenkel aus Deutschland, die einheimische Landwirtschaft da kaputt macht, hätten wir manche Probleme nicht. Das gehört alles dazu. Hat die Linke das im Wahlkampf wirklich so
zugespitzt, profiliert, auch löwenartig vorgetragen. Hat sie das? Hat sie eher über mögliche Regierungsbeteiligungen und andere Geschichten und Rechenspiele, wenn da so und so viel Prozent eingefahren werden und dort so und so viel, dann könnte und Dings. Also ich will noch mal einen Eindruck sagen. Es haben in diesem Wahlkampf Personen wirklich wie die Löwen um den Wahlbürger gekämpft. Das war Kretschmann und das war Frau Dreyer, das war auf ihre Art und Weise auch Frau Klöckner. Was ich einfach als Beobachter nicht erlebt habe, dass die Linke einen löwenartigen Wahlkampf führt, der genau das thematisiert, was ihr hier vortragt. Die Ungerechtigkeit, dass man sozusagen ja fast sagen könnte, ja, das kommt ja bestimmten Kreisen in diesem Land ganz gelegen mit den Flüchtlingen. Das lenkt nämlich ab von dem, was das eigentliche Problem der Gesellschaft ist. Es ist wirklich löwenartig gekämpft worden. Sarah hat am Abend der Wahl auf Facebook einen Text veröffentlicht, der mir sehr aufgefallen ist. Da schreibt sie: Unser Entsetzen über diese Wahlerfolge und unsere Betroffenheit angesichts unserer eigenen Niederlagen müssen uns jetzt allerdings auch motivieren, über unsere eigene Politik und Strategie nachzudenken. Richtig, es ist in diesem politischen Klima schwer, mit linken Positionen zu punkten. Aber wäre es nicht wichtig gewesen, sich stärker von der sozial verantwortungslosen Ausgestaltung der Flüchtlingspolitik der Großen Koalition abzugrenzen, statt den Medien zu ermöglichen, uns als scheinbare Unterstützer der Merkel'schen Flüchtlingspolitik mitzuverhaften? Wo haben wir den Kontakt zu den sozialen Interessen unserer eigenen Lehrer verloren? Weshalb sind wir in den Augen so vieler offenbar Teil eines etablierten Parteiapparats auch geworden? Also da liegt doch die Frage, hat die Linke wirklich gekämpft? Also ich glaube, wir haben gekämpft, natürlich vor Ort haben wir gekämpft. Aber wir haben das Problem, und darüber müssen wir einfach diskutieren, dass wir das in zukünftigen Wahlen besser machen, dass gerade die, denen es schlecht geht, oft das Gefühl haben, sie werden auch von uns im Stich gelassen. Weil natürlich, wenn das Flüchtlingsthema dominiert, sprechen alle über Flüchtlinge. Das ist ja auch richtig. Über Integration, über das, was getan werden muss. Aber natürlich kommen dann Leute und sagen, uns geht seit Jahren dreckig, für uns tut keiner was. Die Linke hat immer im Bundestag, auch direkt vor den Wahlen, Befristung, Dauerbefristung abschaffen, Leiharbeit verbieten, all die Dinge eingebracht. Wir haben Wohnungsbauanträge gemacht. Aber natürlich müssen wir uns ja auch nicht gegenseitig was vormachen, wie begeistert die Medien darüber berichten, was wir hier für Anträge stellen. Also das ist natürlich auch ein Punkt, wo wir überlegen müssen, wie wir in Zukunft stärker auch mit Dingen, die wir hier machen im Bundestag, in die Öffentlichkeit kommen. Das ist nicht so selbstverständlich. Also Frau Klötter hat garantiert wesentlich mehr Chancen, mit ihren Positionen öffentlich zu sein. Und natürlich ist es auch so, wenn man in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg längere Zeit unter 5% gehandelt wird, hat man erst recht in den Ländern auch die Spitzenkandidaten sehr, sehr schwere Möglichkeiten, dort ein großes Podium zu bekommen, eine große Resonanz in der Presse zu bekommen. Wir sind sozusagen dadurch, dass wir unter 5% waren, in den Ländern keine Größe gewesen, die im Wahlkampf sozusagen, die irgendwie eine Rolle spielte, ob sie dahin geht, ob sie den unterstützt, ob sie für eine Regierung irgendwie eine Rolle spielt oder nicht. Also ich glaube, in den Westländern kann man nicht sagen, wir haben einen Regierungswahlkampf geführt. Das haben wir wirklich nicht, sondern wir haben sehr, sehr klar versucht, mit sozialen Forderungen auch dort in diesen Wahlkampf zu gehen. Aber wir müssen auf Bundespolitik, auf Bundesebene noch mehr aufpassen, dass wir nicht in so dieses Beliebigkeitskartell der anderen vereinnahmt werden. Und da wollte ich gerne auch noch was zu Ihrer Frage vorhin sagen, was die SPD angeht. Also wenn die SPD, sag mal, jetzt auf einen Kurs einschwenken würde wie die Labour Party, wäre ich sofort dafür, mit der SPD ein Bündnis einzugehen, völlig klar. Aber solange die SPD so eine Politik macht wie jetzt, würden wir uns den Todesstoß geben, wenn wir jetzt sozusagen noch mehr, also sozusagen unser Profil im Sinne eines irgendwie Gemeinschaftsbündnisses mit der SPD aufgeben würden, sondern gerade diese Beliebigkeit oder auch bei der CDU Sachsen-Anhalt, das wäre gerade das Signal, das, was die Leute ja, was sie auch zur AfD treibt, ist, dass sie das Gefühl haben, alle anderen Parteien werden beliebig. Und wir müssen mehr dafür tun, dass wir nicht
als beliebig dastehen, sondern mit unserem klaren Profil uns natürlich gerade auch von der Politik der Großen Koalition abgrenzen, die, ich sage es nochmal, den Boden bereitet hat für die AfD. Die AfD hat geerntet, aber gesät hat die Berliner Regierung. Davon bin ich überzeugt. Ja, aber das Perverse ist doch, das muss man doch festhalten, dass die Leute, die erst Sie oder SPD gewählt haben und jetzt AfD wählen, ausgerechnet die Partei wählen, die am fiesesten in ihrem Programm ist, was die Rechte und die Möglichkeiten der Menschen angeht, die nicht so viel haben. Das, wie erklärt sich das? Wissen die das nicht? Hat man ihnen das nicht gesagt? Hat da die SPD, haben sie versagt, hat die CDU versagt, den Leuten zu erklären, dass die AfD eine neoliberale Partei ist, wie es selbst die FDP zu ihren besten Zeiten nicht geschafft hat? Wir haben das immer wieder angesprochen. Ich habe allerdings auch gemerkt, zum Beispiel, wenn ich das bei Facebook poste, da habe ich zum Beispiel gesagt, also hin Mindestlohn, AfD will ihn abschaffen. Hatte ich sofort reihenweise Gegenposts von Leuten aus AfD-Umfeld, die lügt, das stimmt gar nicht. Oder auch bei anderen Dingen. Das heißt, das Problem ist, die AfD hat ja auch noch keine wirkliche Programmatik. Wir haben Äußerungen, wir haben Landtagswahlprogramme, aber sobald man sie versucht, sie damit zu stellen, weichen sie aus und sagen, ja, wir haben ja noch gar kein Parteiprogramm. Wir haben ja noch gar nicht die Position. Und ich glaube, dass viele Leute, die hat das jetzt erstmal nicht interessiert. Wie gesagt, es war eine Protestwahl. Die wollten, die wissen ja auch, dass diese Partei nicht in irgendeine Regierung reinkommt, ne? Sondern sie wollten das Signal setzen, wir wollen jetzt nicht noch mehr Flüchtlinge und wir wollen die da oben ärgern und wir wollen, dass es irgendwie anders wird in diesem Land. Das hat sie geschafft, die AfD, dafür die Leute zu gewinnen. Ich glaube, im Detail sich die Programme anzugucken, das haben die meisten einfach nicht gemacht. Ja, aber Sie müssen doch jetzt eine Position entwickeln, wie Sie mit dieser AfD umgehen. Also Sie müssen doch auch über die Frage nachdenken, wie kann man die auf diesem Stand lassen und dass es nicht noch mehr wird. Ja, wir werden uns genau mit diesen sozialen Fragen weiter auseinandersetzen. Ja. Wir werden sie dort auch stellen. Ich bin der Meinung, dass man das nicht mit Hysterie tun darf. Also ich finde auch falsch, die AfD pauschal als faschistoide Partei hinzustellen, weil die Wähler das sofort als ihre eigene Beschimpfung ansehen, sondern ich finde, man muss sich gerade mit diesen sozialpolitischen, neoliberalen Positionen sehr sachlich und sehr sozusagen fundiert auseinandersetzen. Nur das Problem ist, wie gesagt, sie haben vage Positionen und sie versuchen sich zu drücken um die klare Positionierung. Und da wird man auch sehen, was weiterkommt. Gestern hat Frau Petri in ihrer Pressekonferenz sozusagen die soziale Offensive angekündigt. TTIP und solche Themen, die nun auch unsere ureigensten sind, wollen sie jetzt versuchen zu vereinnahmen. Also das kennt man auch vom Front National, dass durchaus rechte Parteien versuchen, sogar partiell soziales Terrain zu besetzen. Also das wird man beobachten müssen, aber wir müssen sie natürlich dort attackieren und stellen und vor allen Dingen unser eigenes Profil schärfen. Die linke Hälfte des Tisches ist jetzt mal dran. Ich links, ne? Das will ich mal. Wir beide links. Ja. Na, dann ist es schon wieder schwierig. Also ich will zum Besten doch noch zwei Bemerkungen machen, weil eines ist nun mal Fakt. Wir haben in den beiden Ländern, ich habe darauf hingewiesen, natürlich eine strukturelle Schwäche. War da auch viel im Wahlkampf und eins ist klar, wenn man dort in kleinere Städte, da gibt es die Linke nicht. Und wenn du nicht kommunal so verankert bist, dass du also in den wesentlichen Städten vertreten bist mit Fraktionen und dem entsprechenden Apparat, ist es schwierig, weil wir dort gewinnen nur mit der Bundespolitik. Das ist so. Und in Rheinland-Pfalz hatten wir, wo wir ja lange Zeit nach den Umfragen im 5%-Bereich sogar knapp drüber waren, dann das Problem, es gab die Frage Malu oder Julia. Und da war es doch klar, wenn du weißt, das kann sein, die kommen nicht rein, da hätten wir dann wirklich machen können, was wir wollen, ja, thematisch und so. Das ist so. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Das erklärt das AfD-Ergebnis nicht unbedingt. Aber in den beiden Westländern ist das ein Grund mit. Trotzdem, also ja, ich habe ja von manch einem auch bis zum Ende gehört, wie toll das läuft. Und das habe ich dann schon lange nicht mehr gesehen. Das war abzusehen, dass es dort schwierig wird. Sachsen-Anhalt ist ein anderes Problem. Ich will das nochmal sagen. Es gibt viele Menschen, wir hatten heute einen Abgeordneten aus unserer Fraktion, der gesagt hat, in seinem Wahlkreis war das noch 2009 so, 31% die Linke. Wir hatten ja in Sachsen-Anhalt mal über 30%, im Wahlkreis 31. Im selben Wahlkreis heute die AfD über 30. Und man sieht auch, es gibt Wählerwanderung. Ich sage nochmal, die Leute, denen ist das ehrlich gesagt egal, ob da Herr Haseloff regiert, weil die wissen, Landespolitik entscheidet wenig. Die haben ein Ziel gehabt. Die haben ein Ziel gehabt, nicht, dass die AfD regiert, sondern dass der Denkzettel, die sollen bei den Flüchtlingen was machen. Im Übrigen, das ist doch das eigentlich Perverse. Die AfD-Wahl hat doch Wirkung gehabt. Merkel hat einen Kurs, er hat zwar einen anderen Ruf, er hat einen Kurswechsel vollzogen.
Asylpaket 1, Asylpaket 2 sind letztlich weitere Aushöhlungen des Grundrechts auf Asyl. Es ist nichts anderes. Jetzt sind die Grenzen zu. Muss mir nur einer erzählen, dass es ohne Kenntnis der deutschen Regierung ist. Völlig absurd. Ich meine, ein Nicht-EU-Land, Mazedonien, macht die Grenze zu einem EU-Land, Griechenland zu. Dort katastrophale Verhältnisse. Da ist wirklich auch Humanismus und Menschlichkeit Gefahr. So, und in dieser Situation gibt es viele Menschen, und zwar nach Interessen, die sagen, wenn die nicht da sind, geht es mir besser. Dass wir das alles nicht teilen, ist eine ganz andere Frage. Ich habe nicht nur einen gehört, der gesagt hat, naja, ich werde wohl eine Stimme der AfD und eine Stimme euch geben. Das ist kein Einzelfall. Das ist für mich jetzt keiner, der ein Rechts... Natürlich haben wir die alle Lappen am Zaun, aber das kann ich denen so nicht sagen. Rändern, nicht? Also Sie ja, haben das hat gar nichts mit Rändern zu tun. Das ist eben der Teil. Wir sind ja hier alle hochpolitisiert. Aber ganz viele Menschen sind das Null. Sie sind nicht politisiert. Und sie gehen hin, wenn sie meinen, sie entscheiden was. Wieso gehen so wenig zu Kommunalwahlen? Und so, klar, Wahlbeteiligung gestiegen. Und trotzdem war er in Sachsen-Anhalt über ein Drittel nicht bei der Wahl. Es ist so, sie wussten, ich gehe hin, wähle die AfD und Merkel macht die Grenzen dicht. Diese schlichte Haltung. So, das teilen wir nicht. Da können wir auch nicht mitgehen. Da werden wir auch nicht mitgehen. Aber genau das ist eine Begründung, dass es eben so funktioniert. Und sie wussten eben, dass der Laden in jedem Fall reinkommt im Osten, die AfD. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Und wie geht die Linke jetzt mit der AfD um? Also in der ersten Pressemitteilung von Dietmar Bartsch steht, wir müssen uns konsequent mit denen auseinandersetzen. Ich habe da ein Fragezeichen an den Rand gemacht und frage, was heißt das? Was heißt konsequent mit denen auseinandersetzen? Naja, zunächst mal müssen wir sie in den Parlamenten, wo wir auch drin sind, stellen. Die sind nicht im Bundestag, Gott sei Dank. Ich glaube auch, dass die Frage noch nicht entschieden ist, sehr wahrscheinlich, aber nicht entschieden. Aber vor allen Dingen eben in Thüringen, Sachsen, aber auch in Hamburg und in Bremen müssen wir viel mehr wissen, was tun die. Und unsere Aufgabe ist es schon, die inhaltliche Auseinandersetzung mit ihnen zu führen. Da, wo es wirklich dann hier und da, siehe Höcke, faschistoiden Charakter trägt, das auch anzusprechen. Aber auch deutlich zu machen, welche Differenzierung es gibt. Und dass ich glaube, dass die Frage, wohin sich die AfD entwickelt, noch eine offene Frage ist. Das ist eine offene Frage. Es ist nicht klar, dass das also die Rechtsradikale, ob das die rechtspopulistisch oder sogar koalitionsfähig mit der Union, das sind offene Fragen. Das werden wir sehen. Aber wir sind doch am weitesten von denen weg, von wegen rechts, links. Das ist Unsinn. Man muss sich das an den Sachfragen angucken. Steuerpolitik diametral, wir und die. Das ist so. Sozialpolitik diametral. Das ist letztlich eine Partei der Besserverdienenden, anders als wir. Aber natürlich haben sie offensichtlich sehr kluge Berater. Ich habe mir die Bundespressekonferenz angeguckt danach. Das war schon sehr professionell. Das waren nicht irgendwelche Trottel, die da saßen, also wie ich das von Udo Pasteurs in Mecklenburg-Vorpommern kenne. Nee, nee, das war Meuthen, also Gott, der hätte auch CSU dran stehen können. Auch Union, also... Ganz, auch ganz Frau moderat. Petri. Naja, Frau Petri, also na gut. Meuthen kommt ja daher, nicht? Ja. Ja, klar. Wie Gauland. Nein, aber ja, jetzt, Gauland, jetzt, alles Union. Das ja. war, hätte beinahe gesagt, war das nicht mal ein Kumpel, aber nee. Nein, wir kannten uns gut. Ja, eben. Der war Chef der Staatskanzlei in Wiesbaden. Ich arbeite in Frankfurt bei der Zeitung. Da hat man Kontakt. Muss man sich gut kennen, das ist doch klar. Das soll vorkommen. Kein Problem. Würde ich auch nicht verleugnen, da ich den gut kenne. Warum auch? Nein, aber jetzt mal zu der Frage, könnte es nicht sein, dass das, was sich bei uns jetzt abspielt, eigentlich sich wir nur mit einem gewissen Nachholeffekt das erleben, was in anderen europäischen Ländern ist? Es gibt praktisch in allen europäischen Ländern eine Linke und eine Rechte. Bei uns in Deutschland war das bisher nicht so. Viele historische Gründe. Auch immer sofort, wenn sich etwas rechts bewegt hat, also rechts von den Unionsparteien, medial ein Aufschrei, nie wieder, 33 und so, wurde auch manchmal übertrieben. Ich meine nicht die DFU und die NPD, ich meine meine andere Partei. Also insofern könnte es doch sein, dass wir im Grunde so besehen ein Land werden wie andere, weil als Sie angetreten sind, gab es ja auch Leute, die sagten, das ist der Untergang des Abendlandes. Ja, heute noch. Ja, Untergang des Abendlandes. Und das ist wie diese Linken und Kommunisten, das wird alles ganz schrecklich. Und Sie haben auch erlebt, was es heißt, ausgegrenzt zu werden. Ja. Deswegen bin ich auch mal gespannt, wie Sie sich verhalten in Sachsen-Anhalt. Da gibt es schon erste Überlegungen, Geschäftsordnung ändern, dass die AfD keinen Vizepräsidenten bekommt und dass sie nicht das Zugriffsrecht auf die... Ja, die Überlegung gibt es. Ich halte sie für falsch, weil man macht aus den Märtyrer. Aber die Frage ist es nicht,
könnte es nicht sein, dass auch ein Stück Normalisierung ist, ob uns das gefällt oder nicht? Ja, das weiß ich nicht. Erinnern Sie sich mal an Roland Schill in Hamburg. Der hat auf Anhieb über 20% gekriegt, ich glaube 21,2%. Und der ist am Ende untergegangen, weil er umarmt und ihm die Luft abgedrückt wurde. Und dann war es irgendwann vorbei. Aber vorher hatte die CDU ihn zu sich genommen, um ihre Machtoption auszuüben. Aber er ist verschwunden. Glauben Sie denn, dass das bei der AfD eine ähnliche Entwicklung gibt? Oder ist das dieses Mal doch in einer anderen Weise so eine ernsthafte Wutbürgerpartei, dass sie auch in den nächsten Bundestag kommt und dass sie bei den weiteren Landtagswahlen dabei sein wird? Naja, wir haben ja dann doch eine andere Situation als bei Schill, wenn ich das mal sagen darf. Also wir haben jetzt die AfD in Thüringen, in Sachsen, in Sachsen-Anhalt, in Brandenburg, in Hamburg, in Bremen, in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Das ist schon eine andere Situation in 8 Ländern und mit einer entsprechenden Stärke. Das kann man mit Schill nicht vergleichen. Mit anderen Prozentsätzen. Und kommunaler Unterbau. Den haben sie noch nicht. Also ein bisschen in Hessen, aber sonst haben sie ja. Die haben ja zum Beispiel bei den Kommunalwahlen. Die haben bei der Europawahl vor einem Jahr. War gleichzeitig in 7 Ländern Kommunalwahl und da haben die mit abgeräumt. Ja, aber Entschuldigung, also da waren Sie auch bei der Europawahl, waren Sie ja deutlich hinter uns und sind in den Ländern. Aber das können wir ja mal so stehen lassen. Ich glaube, ich sage das nochmal, diese Frage ist nicht entschieden. Es hat ja schon mal die Spaltung gegeben. Es gab ja die schöne Alpha jetzt, die auch angetreten ist, mit Herrn Lucke, Herrn Henkel und so weiter, völlig erfolglos, Euro-Thema. Ob das denn so weitergeht, das sage ich, ist offen. Denn man wird sehen, ob sich der Flügel Gauland oder der Flügel Höcke, ich mache es mal abgekürzt, durchsetzen wird. Und die haben das haben sie vermocht. Sie haben im Wahlkampf das alles beerdigt. Ich meine, ich höre vor der Bundespressekonferenz, wollte Herr Meuthen nicht, dass Frau Petri mit reingeht. Wurde sozusagen... Schreibt der Spiegel, das heißt nicht, dass es so war. Okay, aber... Naja, schreibt nicht nur der Spiegel, ich war nicht dabei, aber lassen wir es mal so. Also ich vermute, dass also das bleibt abzuwarten. Unsere Aufgabe, darum geht es da. Unsere Aufgabe ist, sie in den Parlamenten zu stellen, in der Frage, gerade was das Thema Ausländerfeindlichkeit betrifft, eine klare Haltung zu haben und aufzuzeigen, dass es im Kern eine unsoziale Partei ist. Das ist unser Job. Und dann muss man gucken, wenn sie wirklich eine Richtung nimmt, die wirklich hart rechts ist, dann ist eine andere Entscheidung zu treffen als jetzt. Ich sehe das nicht so, dass jetzt das Abendland untergeht oder dass wir Verhältnisse wie 33 haben. Das ist alles absurd. Die haben wir nicht. Das sind wir weit von weg. Deswegen bin ich auch dafür, dass man in der Sache die Auseinandersetzung führt. Gut, das ist ja genau eigentlich das, was Sarah vorhin gesagt hat. Es gibt keinen Grund, jetzt hysterisch zu sein. Das finde ich schon auch. Im Übrigen hat ja die Linke auch schon mal erlebt, dass sie vollkommen absackt 2002 und niemand mehr von ihren Ideen und ihren Positionen überzeugt war oder zu überzeugen war. Und in harter Arbeit bis 2005 hat sich das, weiß Gott, geändert und ist dann wirklich einen ganz anderen Entwicklungsweg gegangen. Es gibt auch einen interessanten Trost für die Linke. Der steht ausgerechnet heute in der Bild-Zeitung. So würde Deutschland wählen. CDU, CSU 32%, minus 0,5. SPD 22%, minus 1%. Grüne 10%. Minus 1% und jetzt kommt es. Linke 11% plus 1%. FDP 6,5%, AfD 13%, sonstige 5,5%. Wenn man sich diese Liste anguckt, mal abgesehen von der AfD, ist die einzige Gewinnerin interessanterweise die Linke im Vergleich zu allen übrigen Parteien. Aber Rot-Rot-Grün hat 43%. Damit 6 oder 7 Punkte zu wenig, um regieren zu können. Ja, aber jetzt wollen wir erstmal nach all diesem Desaster feststellen, dass offensichtlich die Bundesebene anders bewertet und gesehen wird als diese Landtagsebene.
Wenn ich zwei Bemerkungen machen. Also eine ist, also jetzt muss ich ein bisschen Wasser in den schönen Wein gießen. Diese Befragung endete vor dem Wahltag. Das muss man ja immer wissen, wenn die Frage, wenn die, ich ist heute veröffentlicht, ich weiß. Aber der Befragungszeitraum ist 14.3. Ja. Wir haben noch am 14., also nach dem 13. auch gefragt. Ja, ja. Also bei 1000 Befragten waren es noch 200. War noch, wenn also, überhaupt. Naja, also es ist aber egal. Also man freut sich ja immer über gute Umfragen, negative ignoriert man, das ist völlig in Ordnung. Und trotzdem, wir haben deshalb ja eine andere Situation. Wir hatten noch nie bei Landtagswahlen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz auch nur annähernd die Ergebnisse bei der Bundestagswahl. Weil da steht ja die Frage der verschenkten Stimme nicht. Und da wählen uns auch die Leute, die gesagt haben, jetzt muss ich die Malu wählen, weil ansonsten verschenke ich meine Stimme. Diesen Effekt haben wir nun mal. Und außerdem geht es auf der Bundesebene. Da wissen die Leute auch, die haben doch auch gewusst in Baden-Württemberg, wenn wir da Millionärsteuer fordern, naja, das können wir alles machen. Das entscheidet doch aber Baden-Württemberg nicht. Also ich meine, wir haben da teilweise auch Forderungen, sag ich mal so ganz offen, das ist ein bundespolitisch, kann man alles machen, finde ich aber falsch. Man muss dann schon den harten Weg der Landespolitik gehen. Das ist auch nicht unbedingt erfolgreich. Gallert hatte landespolitische Themen, also gar keine Frage. Das ist nicht gleich verbunden mit dem Erfolg. Aber zu sagen, jetzt ist bei den Wahlen das runtergegangen, normalerweise ist es nach solchen Wahlen so, dass die Umfragen runtergehen. Und es könnte sein, dass es auch passiert. Aber da muss man nun wirklich auch die Nerven bewahren. Da zählt die Zahl, die im September nächsten Jahres aufleuchtet. Da sind wir, glaube ich, nicht ganz schlecht aufgestellt. Aber wir haben jetzt eine Herausforderung zu bewältigen. Dafür war der Schnitt zu hart am Wochenende, muss man ganz klar sagen. Ich bin davon auch nicht ausgegangen von 16,3. Ich wollte auch fragen, sind die beiden Fraktionsvorsitzenden alarmiert? Also wirklich alarmiert von dem, was jetzt auf sie zukommt? Alarmiert. Ich würde sagen, was wichtig ist, ist, dass man jetzt nicht einfach zur Tagesordnung übergeht oder jetzt zum Beispiel sich an solchen Umfragen, ich finde das total lieb, dass du die nochmal anführst, weil das einen ja auch aufbaut, aber sich jetzt daran berauscht und so tut, als könnten wir einfach so weitermachen und gar nichts ändert sich und dann haben wir garantiert ein super Ergebnis. Erstmal haben wir noch eine Reihe Landtagswahlen vor der Bundestagswahl. Und natürlich wird auch von den Ergebnissen dieser Landtagswahlen wiederum das Bundestagswahlergebnis beeinflusst. Das heißt, wir müssen alles tun, dass in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern sich Dinge nicht wiederholen, wie sie jetzt in Sachsen-Anhalt geschehen sind. Und NRW. Und wir haben nächstes NRW Jahr, wollte ich gerade sagen, nächstes Jahr vor allem Nordrhein-Westfalen. Da haben wir zum Beispiel auch aktuell, stehen wir bei 7% in den Umfragen. Das zeigt, dass wir da offensichtlich Chancen haben, aber wir müssen sehr genau gucken, welche Wahlkampfstrategie wir dort fahren, dass wir wirklich gerade in den Brennpunkten, wo wir jetzt am schlimmsten verloren haben, die Leute erreichen. Aber abgesehen davon ist es natürlich auch richtig. Wir haben eine Situation, wie sie, glaube ich, früher die alte Bundesrepublik nicht kannte, derartige Wählerwanderung in relativ kurzer Zeit, wo ich auch warne, jetzt die aktuelle Situation wirklich schon für die in anderthalb Jahren zu halten. Also ich erinnere auch daran, vor einem Dreivierteljahr haben, glaube ich, die meisten von uns, leider verfrüht, die AfD schon ein bisschen für halb tot gehalten. Als sie sich gespalten haben, das war bevor die große Zahl Flüchtlinge kam, die AfD war bundesweit unter 5%. Die waren richtig am Zerfallen. So, und dann haben sie sozusagen auf diesem Thema, die haben ja wirklich monothematisch auf diesem Thema sich wieder hoch oder sind hochgeschwommen, sind ja auch überall in den Talkshows gewesen, auch immer nur zu diesem Thema. Die werden ja nicht eingeladen, wenn über Steuerpolitik diskutiert wird. Immer zu Flüchtlingen. Es gibt ja auch keine Talkshows zu Steuerpolitik. Ja, oder, es gibt ja nur noch Flüchtlingstalkshows. Ja, das ist ja auch ein Problem. Also, dass viele andere Dinge, wo wir Kernkompetenzen haben, gar nicht mehr in der öffentlichen Debatte waren im letzten halben Jahr. Aber das wird sich auch wieder ändern. Also ich meine, die Situation in Europa ist mit Sicherheit Grund, das auch wieder öffentlich zu diskutieren, weil die ist nicht gut. Und das ganze Gerede von wegen Eurokrise ist überwunden, widerlegt Herr Draghi jedes Mal, wenn er irgendwo ans Mikro tritt und irgendwelche Zinsentscheidungen macht. Wir haben in Deutschland massive Ungleichheit und auch das wird wieder ein Thema. Das ist ja jetzt schon, zeigt sich ja schon, dass das auch wieder mehr in die öffentliche Debatte als solche kommt. Und deswegen glaube ich, wir müssen nur aufpassen, dass wir in dieser Debatte eben präsent sind, dass wir mit klaren Positionen präsent sind. Und dann sehe ich auch, dass wir durchaus eine Reihe Menschen, die jetzt aus unterschiedlichsten Gründen uns den Rücken gekehrt haben oder zumindest darüber nachdenken, also in den Ländern, wo jetzt nicht gewählt wurde, dass wir die auch wieder gewinnen können. Aber ist es eigentlich so ungewöhnlich, dass bei einer Frage wie den Flüchtlingen, wo CDU, SPD, Grüne mehr oder weniger einer Meinung sind? Ich erinnere mich an Herrn Korte, der am Bundestagspult stand und sagt, Frau Bundeskanzlerin, auf unsere Fraktion können Sie sich verlassen. Dann gibt es Leute, die sagen, der Kurs gefällt mir nicht. Ob ich das gut finde oder nicht, ist eine ganz andere Frage.
und dass sich dann sozusagen diese Nachfrage befriedigt wird durch einen neuen Anbieter am Markt. Ja, ich glaube, das ist ein Irrtum gewesen und dass wir, also das hat ja Jan ja auch nicht so gesagt. Das ist ein Irrtum, dass wir sozusagen Frau Merkels Politik stützen. Und da haben wir vielleicht nicht genug dafür getan, dass das deutlich ist. Weil was sie macht, ist ja gerade... Korte hat gesagt, sie können sich auf diese Fraktion verlassen. Ja, aber lieber Herr Müller-Fock, muss ich mal sagen, das war in einer anderen Situation zu einem anderen Thema. Ich will mal wirklich darauf hinweisen, dass wir sowohl Asylpaket 1 auch als Asylpaket 2 geschlossen abgelehnt haben, anders als die Grünen und unsere beiden Regierungsländer haben im Bundesrat nicht zugestimmt. Wir haben da anders als die Grünen eine sehr klare Position. Natürlich haben wir, als Merkel die Entscheidung getroffen hat, aufzumachen und Seehofer das kritisiert hat, haben wir diesen humanistischen Akt kritisiert, dass er es mit keinem besprochen hat, aber den humanistischen Akt, den haben wir selbstverständlich begrüßt. Das ist doch völlig klar. Also eine linke Partei ist immer humanistisch. Und das hat Korte gesagt, das ist auch richtig so. Ja. Aber das heißt dann nur überhaupt nicht, dass wir den Kurs, ich meine, das stimmt doch, dass es eine Mitverantwortung auch der Bundesregierung für die Situation gibt. Sowohl für die in den Ländern, wo Krieg ist. Ich meine, was haben wir denn in Afghanistan gemacht? Seit 2002 sind wir da. Da gab es wenig Flüchtlinge. Jetzt kommt die höchste Zahl in diesem Jahr wahrscheinlich aus Afghanistan. Haben wir da vielleicht irgendwas mit zu tun? Und ich kenne Leute, die da waren, die sagen, naja, ich kann hier nicht bleiben. Ich wäre als Kollaborateur hier hingerichtet. Die haben das teilweise erlebt, als Najibullah damals ging. Die hingen da an den Straßenmasten. Ich verstehe die total. Aber da haben wir mit zu tun. Wir haben über Jahre da mitgemacht und fanden diesen Einsatz ja toll. Ich meine, ich wurde im Bundestag 2002 dafür schon heftig. Damals waren wir gerade mal... eine kleine Fraktion, heftig beschimpft dafür. Und da waren wir aber die Verräter. 2-2 waren es keine Fraktion. Ja, doch, jetzt. Doch, waren wir 2-2. Wir sind ja erst danach ausgegangen. Ach so, das war noch vor, ja, vor der Wahl. Okay. Ich weiß, wie das war. Es ist so, wir waren immer stolz, dass wir uns eine Stunde für ein Thema haben geben können. Und in einer Zeit, wo schnelllebig diskutiert wird und in kurzen Bits und Bieses gedacht wird. Aber diese Stunde ist jetzt leider schon... dreifach rum. Ich hätte gerne eigentlich noch über Nationalismus, über Europa, europäische Lösungen diskutiert. Ich finde, wir haben eine ganz spannende Sache vor uns, nämlich jetzt das Ende der Woche mit den Beschwörungsformen der Kanzlerin. Jetzt wird Europa in die Gänge kommen, jetzt wird Europa solidarisch sein müssen. Und die große Frage ist, was passiert, wenn wahrscheinlich Europa nicht solidarisch ist. Das wird wahrscheinlich rauskommen. Ganz zum Schluss zwei ganz kurze Statements von unseren Gästen. Wenn dieser Gipfel auch wieder nichts bringt, außer weichgespülten Dementis, was macht die Linke dann politisch? Dieser Gipfel kann nichts bringen, weil das, was Merkel will, die Kungelei mit Erdogan, mit diesem Regime, dass die Menschenrechte im eigenen Land mit Füßen tritt, dass Europa sozusagen pauschal dorthin jetzt abschiebt, da kann man sich nur wünschen, dass die anderen Europäer das nicht mittragen. Aber wir sagen ganz klar, es gäbe die Chance von europäischen Lösungen. Das hieße aber auch, dass endlich von der Bundesregierung das Signal ausgeht, wir wollen eine andere Krisenpolitik in Europa und sich nicht weiter damit abgefunden wird, dass in Spanien, in Italien, in Portugal 40-50% der jungen Generation arbeitslos ist. Das ist doch das Dilemma, was jetzt natürlich auch in diesen Ländern erschwert, dass sie dort irgendwie Zustimmung finden für die Aufnahme von Flüchtlingen. Wir brauchen eine ganz andere und endlich aktive Krisenbekämpfungspolitik in Europa. Dann, wenn es da eine solidarische Politik gibt, sehe ich auch Chancen für eine solidarischere Flüchtlingspolitik. Ich glaube, das, was wir im Moment erleben, gerade an den Grenzen Griechenlands, ist ein Stück weit das Ende von dem Europa, was solidarisch, friedlich und was ein großes kulturelles Projekt ist. Das, was da jetzt passiert, das ist, glaube ich, eine vergleichsweise große Katastrophe. Nicht am Euro, an der Bankenkrise, ist das Europa zerbrochen, aber jetzt droht es zu einer reinen Freihandelszone zu werden. Deswegen müssen wir für einen anderen Ansatz werben. Und der muss eben letztlich proeuropäisch sein. Es gibt keine europäische Flüchtlingspolitik, das ist einer der Punkte. Es gibt da nicht mal einen Kommissar für. Also alles das, was notwendig wäre, gibt es nicht. Und deswegen, wir brauchen Europa als Zukunftsprojekt, aber es muss anders organisiert sein als das, was jetzt ist. Und zwar sowohl auf dem Finanz- und Bankensektor als auch in der Flüchtlingspolitik, aber in besonderer Weise eben auch in der Sozialpolitik. Denn wenn wir nicht
auch Wirtschaft und Sozialpolitik ein Stück weit vereinigt, dann wird es scheitern. Dann wird es scheitern. Ja, das war dieses 3:1. Die Zeit ist running out. Ich danke unseren Gästen, ich danke meinen Mitmoderatoren, ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Vielen Dank.